Guten Morgen! Ich sitze hier mit Robert und wir haben meine Videos schon längere Zeit verfolgt. Der kann sich so dunkel an den Namen Robert erinnern, weil ich habe mal eine Rezension gemacht über Roberts Teehaus. Und der Robert trinkt jetzt erstmalig einen rohköstlichen, zubereiteten Gyokuro Asahi. Das stimmt. Ja, weil ich war früher nie der große Teetrinker und Robert hat mir quasi das Teetrinken, beziehungsweise Roberts Teehaus, das Teetrinken wieder schmackhaft gemacht. Und ja, und jetzt war ich hier in der Nähe und da haben wir uns einfach spontan dazu entschlossen, ja, dass wir mal gemeinsam ein Video machen und dass ich euch ja, den Robert vorstelle, also den Menschen, der hinter meiner Teeleidenschaft, meiner erneuten Teeleidenschaft da steht. Roberts Teehaus von Robert. Besonders kreativ ist es ja nicht, oder? Ja, das stimmt. Ja. Ja, aber es ist halt, du bist das. Passt ne? halt, ja. Ja. Du bist auch, das ist dein Baby oder gibt es da noch mehrere Leute drumherum oder wie muss man sich das vorstellen? Nein, ich habe jetzt keine Angestellten oder so. Es gibt natürlich Leute, die mir helfen, praktisch Freelancer, freie Kräfte. Ja. Also gibt es natürlich andere Leute, die daran beteiligt sind, die. Die Logistik macht eine Behindertenwerkstatt. Okay. In der Nähe von Berlin, da ist auch, das steht sogar drauf, ja. als Versand. Das sind die Chemolwerkstätten aus Strausberg. Ja. Und ja, genau. Also hast, sind natürlich andere Leute beteiligt. Ja. Ja. Du hast ein total gutes Konzept, wie ich finde. Also, das habe ich euch auch schon Dankeschön. Gesagt. Du hast wirklich fünf, mittlerweile sind es glaube ich sieben Sorten. Sieben, ja. Sorten. Tee, im Gegensatz zu einem Teefachhaus oder einem Teehandel, wo du reingehst und erschlagen wirst von ganz vielen Teesorten. Und die hast du in einer sehr hohen Qualität und zu einem unschlagbaren Preis. Also den Gyokuro Asahi ist mein Lieblingstee, den man auch rohköstlich zubereiten kann. Der ist, ja, also den habe ich nirgends im Internet billiger gefunden als bei dir. Das stimmt, ja. Und das ist, ja, finde ich faszinierend, dass das geht. Aber dahinter steht wirklich ein Konzept. Mhm, ne? Und richtig. Möchtest du dazu mal vielleicht was sagen, was das genau ist? Ja, also im Kern, wenn euch das interessiert, würde ich euch das Buch Kopf schlägt Kapital empfehlen von Professor Günther Faltin. Okay. Es geht darum, praktisch Geschäftsmodelle mit einem kleinen Kostenapparat aufzuziehen. Aha. Und unter anderem auch wenige Sorten zu haben. Also es hat halt verschiedene Aspekte, dass man die Geschäftsmodelle mit einem kleinen Kostenapparat aufzieht. Beispielsweise habe ich jetzt keine eigene Logistik, sondern halt die Behindertenwerkstatt. Dadurch spare ich Fixkosten, dadurch habe ich die Arbeiten allgemein wirtschaftlicher auch. Muss jetzt keine Behindertenwerkstatt sein, ja. Aber die arbeiten oft günstiger, als wenn man es selber machen würde. Obwohl die noch ihren Gewinn haben, einfach, dass die haben größere Vorteile, die arbeiten professionell. Genau, das ist halt so ein Punkt. Was das mit den wenigen Sorten betrifft, da geht es eigentlich um die Einkaufsmenge. Wenn ich jetzt 300 Sorten hätte, könnte ich nicht bei dem Lieferanten einkaufen, wo ich jetzt einkaufe, sondern müsste einfach bei anderen kaufen, die deutlich teurer sind. Ja, das schlägt sich dann im Preis nieder und, ja, und das ist halt dieses ganze Konzept und manchmal spürt man ja so die Energie, wenn man irgendwie so ein Produkt kauft und auf so eine Webseite ist. Und ich habe das gesehen, ich habe deinen Tee gesehen, ich habe den gekostet. Und das war einfach so, ich habe gemerkt, das ist irgendwas, was Kleines, was Liebevolles irgendwie. Und ja, wo ich jetzt erfahren habe, dass du das halt einfach so für dich aus dem Boden gestampft hast. Und mit diesem Konzept, was du halt auch auf deiner Webseite, glaube ich, auch angesprochen hast. Ne? Da könnt ihr genau sozusagen das Geschäftsmodell, was dem zugrunde liegt, auch nachlesen. Ganz authentisch, ganz ehrlich, ganz offen. Es ist aber durch und durch ein gutes Gefühl. Und ja, und das ist halt, ich glaube, heutzutage sehr, sehr wichtig, dass man nicht nur irgendwie ein Produkt irgendwie gut anbietet, sondern halt wirklich so authentisch von A bis Z, von demjenigen, der das macht, bis hin zum Produkt, ja, einfach so was präsentiert. Und dass Behindertenwerkstätten noch da integriert sind, finde ich persönlich ganz gut, weil ich habe eine Freundin, die arbeitet auch in diesen Behindertenwerkstätten und das ist halt an so vielen Stellen positiv, das da zu unterstützen, dass diese Menschen halt wirklich dann eben, ja, sag mal, wirklich ein normales Lebensgefühl haben. Ich meine, das würde jetzt vielleicht ein bisschen zu weit führen, aber ich würde an der Stelle einfach nochmal erwähnen, dass diese Behindertenwerkstätten sind, du hast das gesagt, oftmals ein Stück billiger als andere, aber dafür hast du oftmals, sag ich mal, nicht so die ganz super Qualität, aber das beim Versandhandel zum Beispiel ist das total irrelevant, ob da irgendwas richtig aufgeklebt oder verpackt oder sonst was ist, aber ich finde es einfach total gut, dass man da
auch seinen Blick ein bisschen als Unternehmer weitet, wo man was einkauft, und oftmals lässt sich ein günstiger Preis zusammen mit auch einer Ethik koppeln, und dann ist es einfach, ja, das Perfekte. Was ist eigentlich dein Lieblingstee von deinen Teesorten? Also du hast jetzt, du hattest 5 und jetzt hast du 7. Du hast gesagt, du hast 3 neue, da muss doch einer weggefallen sein. Ja, genau. Das ist, der Samtee ist weggefallen. Ah, okay, sehr gut, das war eh nicht so. Der ist weggefallen, weil ich habe gesehen, dass die Teekampagne, auch von dem besagten Professor, das ist kein ganz neues Konzept, was ich habe. Ja. So, es ist ein bisschen anders, ich habe es jetzt nicht 1:1 so gemacht, aber die haben vor allem andere Teesorten, und ich habe gesehen, die haben schon sehr günstigen Assam-Tee. Und dann habe ich gedacht, ja, was soll ich so, warum soll ich jetzt nicht Sachen machen, wo ich jetzt, sage ich mal, besser günstiger sein kann als andere, warum soll ich etwas machen, wo ich, sage ich mal, höchstens genauso gut oder eventuell schlechter bin als jemand anders, der dann auch noch ein Platzhirsch ist. Also würdest du schon sagen, man kann relativ sicher sein, wenn man bei dir einen Till kauft, das ist wahrscheinlich einer der günstigsten, wenn nicht sogar der günstigste. Das ist mein Anspruch, so. Das ist mein Anspruch, das zu machen. Ja. Ich kann jetzt keine Garantie aussprechen, es kann morgen ein Kenner kommen, der was anderes macht. So. Aber das ist das, was ich machen möchte, klar. Okay. Weil es macht sonst nicht direkt Sinn, weil ich muss ja sagen können, ich muss ja euch empfehlen können, ihr könnt den Tee bei mir kaufen. Wobei ich will jetzt keinen anderen Händler schlecht machen, weil, muss man sagen, die deutlich teureren, sag ich mal, jetzt auch stationären Teeläden oder andere Online-Shops haben auch Vorteile, die ich jetzt nicht habe. So. Also ich habe halt dafür Nachteile. Es gibt halt Leute, die wollen 10 verschiedene Tees probieren, so. Ja. Das ist ja auch legitim, ist so. Und deswegen gibt es oft gar nicht in dem Sinne besser oder schlechter. Ja. Einfach ein passenderes oder nicht so passend. Klar, wenn jetzt einer sagen möchte, er kauft nur Gyokuro Asahi, würde ich ihn empfehlen, bei mir zu kaufen. Aber es gibt noch zig andere Sorten bei zig anderen Händlern, die gut sind. Ja. Aber dieser Tee ist halt echt schon, also wenn ihr den noch nicht probiert habt. Ich habe die Frage noch gar nicht beantwortet. Welcher Lieblingstee? Ja, genau. Das ist der Räubosch-Tee. Den habe ich dir. Das ist neu jetzt. Ja, der ist noch nicht bei dir angekommen, oder? Okay, nee. Genau, das ist mein der Räubosch-Tee. Okay, ich werde mich wieder die Teesorte hier verkosten dürfen. Also der Räubosch-Tee ist ja ein koffeinfreier Tee, glaube ich. Richtig, ja. Genau. Weil er nicht von der Teepflanze ist. So. Mhm. Das ist eher so ein. Das ist eigentlich. Kräuter. Also, Kräuter. Ich weiß nicht, ob es jetzt erstmal als botanisch Kräuter nennt, aber es ist, es gibt halt die Teepflanze, die auch Koffein hat. Heute jetzt grüner Tee, roter Tee, weißer Tee, schwarzer Tee. Und schon mal fragen, was ist denn dieser Oolong oder Long-Tee? Was ist das für ein Tee? Das ist ein Tee, der ist in der Fermentierungszeit eine Mischung zwischen grünen Tee und schwarzen Tee. Ah, okay. Also ist halb fermentierter Tee. Ach schon, der Unterschied zwischen grün und schwarz ist die Zeit der Fermentierung. Ja, genau, richtig. Ja. Ah, okay. Genau, und das ist Oolong-Tee ist sowas in der Mitte. So. Ah, okay, alles klar. Habe ich auch einen neuen. Ja. Aber damals, wo ich glaube ich mit dir per Mail geschrieben habe, da hast du gesagt, dieser Silbernadel-Tee, den ich in meinem Review nicht so toll fand, den fandst du glaube ich damals ganz gut. Finde ich auch immer noch super. Ja. Aber ich finde jetzt halt, ich habe jetzt halt bei den neuen Sorten, oder auch den Java Red Tea, finde ich auch super. Ja, okay. Kriegt auch noch. Ja. Müsste bald bei dir ankommen. Ja, ich bin gespannt. Paket müsste heute rausgehen. Okay. Genau. Aber ich muss dazu auch sagen, dass ich kann nicht garantieren, dass ich immer ein gleiches Sortiment habe, weil nicht immer alle Tees immer verfügbar sind. Es kann sein, dass welche wegfallen werden und ich dafür neue haben werde. Mhm. So. Also normal, wenn du schon, sag mal so, hart kalkulierst und dann bist du auch darauf angewiesen, wie ist jetzt die Ernte und was macht der Händler und also das. Der Händler sagt manchmal, den einen Tee gibt es dann überhaupt nicht mehr für die nächsten 6 Monate. Ja. Dann sagt er hier, den Tee gibt es jetzt nur noch für 10 Euro teurer das Kilo oder was auch immer. So. Genau, da gibt es auch, werde ich verschiedene Tees haben, in verschiedenen Qualitäts- und Preisstufen. Also es gibt halt immer. Und halt auch ehrlich sagen, bei Tee, es gibt praktisch nie einen das Beste, sondern es gibt immer was Besseres, was noch teurer ist. Es gibt Gyokuro-Tee für 6.000 Euro je Kilo, wo dann 50 Kilo im Jahr geerntet werden und so. Okay. In dem Dreh so. Deswegen ist das ein sehr großes Fest. Ich hatte mal beim Metro so eine ganz kleine, das war da, wo ich noch Geld hatte, da hatte ich ich glaube, es war ein weißer Tee. Irgendwie so ein Tee, die war noch in so einer Plastikpackung, also wo du sie nicht anfassen konntest oder riechen konntest, sondern wo es an der Kasse geöffnet wurde. Ja, ja. Da habe ich irgendwie 150 Euro für eine normale Teepackung gezahlt. Also, boah, krass.
Und der hat jetzt nicht irgendwie so geil geschmeckt. Das kann auch Abzocke sein. ich will jetzt nicht Metro was unterstellen. Nee. Ich weiß es nicht, aber ja, genau. Naja, aber... Also, ich habe zum Beispiel bald einen neuen Gyokuro. Es ist immer noch Gyokuro. Aber das schmeckt dann noch, hoffentlich schmeckt dann noch so genauso wie der alte. Es ist eigentlich sogar eine Stufe höher. So. Oh, okay. So. Es ist, ja. Okay, dann bin ich gespannt. Also, ja. Genau. Der ist noch nicht da, aber es wird so in den nächsten, einige Monate dauert es noch so. Aber den habe ich schon probiert und der ist noch, hat weniger Bitterstoffe. Mhm. Und wie siehst du das eigentlich so, ist Deutschland ein Teeland? Würdest du das sagen oder würdest du sagen, nee, Deutschland ist eher noch Entwicklungsland? Ja, auch Griechenland ist ein Teebereich, so, aber ja. Eher noch ein Entwicklungsland, würde ich sagen. Mhm. Es gibt ja halt andere Kulturen, jetzt weiß ich nicht, die türkische, arabische Kultur, wo immer Tee getrunken wird. Ja. Wobei es da jetzt, glaube ich, auch nicht so ist, dass jetzt unbedingt so Wert auf dieses so sehr hochwertige und sowas, okay. Dieses, das ist eher so, wie wir halt immer Kaffee trinken, die halt immer Tee. So. Ja. Ja, genau. Ja, das kenne ich halt gerade vielleicht auch aus Wüstenregionen, aus warmen Regionen. Mhm. Ja. Also noch Potenzial nach oben setzen. Genau. Ja, wie gesagt, ich bin wieder Teetrinker und das sogar im Sommer, weil es einfach da, also man kann ja den Tee auch quasi kochen, abkühlen lassen und dann als Kaltgetränk genießen. Oder so wie du das machst. Oder direkt kalt aufsetzen als Auszug. Ja. Oder, was ich da auch mache, bei 40 Grad das sozusagen so kochen. Aber es ist halt immer die Problematik, wie kriegst du das hin mit dem Thermometer, dass genau 40 Grad sind. Also da bräuchst du ja einen Wasserkocher, ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Du hast sowas nicht im Sortiment. Das wäre eigentlich... Das wäre auch so eine Idee. So. Ja, einfach mal einen Wasserkocher, wo man die Temperatur dann irgendwie ablesen kann, aber... Genau, oder, da will ich mich dran setzen, dass ich das anbiete. Cool, oder? Ich habe noch nichts in Aussicht, ich kann nichts versprechen, aber... Ja. Genau. Wie gesagt, oder falls ihr das nicht bei mir findet, auch in Zukunft nicht, kann ich sowas empfehlen. Ja. So, weil du schreibst ja 65 Grad drinne. Genau. Und, du schreibst ja zu jeder Teesorte genau hin, wie viel Temperatur, wie viel Grad, also wirklich wie halt sagen wir mal die optimale Empfehlung ist. Jeder mag es natürlich vielleicht ein bisschen anders, aber das kann man auch auf deiner Webseite dann alles nachlesen. Genau. Was man natürlich sagen muss, man kann hier irgendwie nicht ein Beutelchen kaufen, oder? Also man muss schon eine größere Menge kaufen, glaube ich. Nee, das macht keinen Sinn. Also ein Beutelchen. Obwohl ich natürlich die Probepakete habe. Achso, schon, da hast du die Probepakete. Ja, genau. Gibt es noch deinen Bonuscode? Ja, klar. Gibt's noch? Den gibt's noch, ja. Okay, wie heißt der Bonuscode? Christian. Ja, Christian. Ja. Zahlt ja keine Versandkosten, sondern... oder zahlt nur die Versandkosten, oder wie war das? Nein, keine Versandkosten. Keine Versandkosten, genau. Keine Versandkosten und ihr könnt alle Tees einfach mal probieren, als wärt ihr vor Ort und könnt ihr einfach sozusagen einsammeln. Also ich habe auch ohne Probepakete angefangen, ganz am Anfang. Mhm. Da war es aber so, dass halt viele Leute skeptisch waren. Ich hatte am Anfang wirklich nur 500 Gramm und Kilopackungen. Ja. Und das, natürlich dann das, schon das war dann gerade für einen Shop, den man nicht kennt, ein bisschen schwierig. Jetzt habe ich noch 250 Gramm Packungen und die Probepakete. Mhm. Wobei ich natürlich hoffe, dass die Leute irgendwann, wenn sie das Probepaket probiert haben, die sagen, der Tee gefällt mir am besten. Ja. Da kaufe ich dann eine Großpackung. So. Und da hält ja auch ist ein Jahr oder so, ne? Also ist bis zu 2 Jahre eigentlich. Eigentlich eher, das heißt, Tee wird an sich nicht schlecht. Okay. Er verliert irgendwann einen Geschmack. Okay. Er wird nicht ungenießbar. Mhm. Außer wenn man ihn feucht lagert oder so, wenn man ihn so lagert, wie man ihn lagern soll. Mhm. Eigentlich 24 Monate ist so lang, wie er ohne Aromaverlust haltbar ist, wenn man ihn so lagert, wie es beschrieben ist. Also, okay. Was ist denn, sagen wir, wie lagert man Tee am besten für die Leute, die es jetzt nicht wissen? Trocken, kühl, lichtdicht. Ah, okay. Das ist also auch ein Faktor. Mhm. Ja, also eigentlich, ich habe ja die Beutel, die sind wieder verschließbar. Mhm. So kann man die also sagen. Direkt in den Beutel dann. Ja, genau. Okay. Also ich mache halt, wie gesagt, viele machen das dann in Gläser. Mhm. Wenn man das in Gläser macht, würde ich die nicht in die Sonne stellen. Mhm. Oder auch nicht so unbedingt ans Fenster. Oder aber bis in den Schrank rein. Bis in den Schrank, so, wo es dunkel ist, richtig. Okay. Oder halt in diese dunklen Gläser. Die genau. Ja. Ja, dann ist mir eine Freude gewesen, mit dir hier über dein Projekt hier zu reden, Robert Seehaus. Also meine Unterstützung hast du und du bist der einzige Tee, den ich trinke seit einem halben Jahr oder seit einem Jahr, seit wir uns das erste Mal ausgetauscht haben. Und Links findet ihr unten und wie gesagt, Probepaket Christian eingeben und ihr spart die Versandkosten. Genau. Alles klar, dann verabschieden wir uns, oder? Dankeschön. Alles klar, tschüss. Tschüss.